Herzlich willkommen! Ich hatte ja schon versprochen, dass mein Podcast mal wieder auf Reisen geht. Aber diesmal ist die Reise ganz kurz, denn ich bin in der Nachbarschaft. Direkt neben der Erlöserkirche ist ja das wunderschöne Bad Homburger Schloss. Und ich stehe jetzt in der Schlosskirche. Ein herrlicher Barockbau. Und ich freue mich sehr, dass an meiner Seite steht der ehemalige Schlossherr hier. Karl Weber. Toll, dass du dabei bist, lieber Karl. Herzlich willkommen. Und ich gebe sofort das Wort ab. Er wird ein bisschen was über die Kirche und die Historie und vor allem die Beziehung auch zur Erlöserkirche erzählen. Vielen Dank, liebe Susanne, liebe Frau Nachbarin. Herzlich willkommen hier in der Schlosskirche. Und ich bin natürlich nicht der Schlossherr. Ich durfte es, die Zeiten sind lange vorbei. Die Schlossherren, das waren Landgrafen und Kaisers. Ich durfte nur für eine Weile der Verwalter auch dieses Schlosses sein, mit dem Dienstsitz hier in Bad Homburg. Ja, diese Schlosskirche ist was ganz Besonderes. Sie ist nämlich integraler Bestandteil dieses gesamten Ensembles des Schlosses. Und das Schloss geht ja bekanntermaßen auf Friedrich II. Zurück von Hessen-Homburg. Und der war ein Kriegshandwerker, das kann man einfach so sagen. Söldner wäre das Richtige. Der hat sich demjenigen verkauft im 17. Jahrhundert, der ihm am meisten bezahlt hat oder wo am meisten beim Feldzügen was abgesprungen ist dafür. Und dieses Geld hat er in dieses pompöse, große Schloss investiert. Und man muss ganz klar sagen, für das damals winzig kleine Homburg, das keinerlei Bodenschätze oder sonstigen Ressourcen hatte, ist diese Schlossanlage eigentlich, wenn man es bei Lichte besieht, viel zu groß, viel zu pompös. Aber Gott sei Dank hat er sie gebaut, sonst hätten wir sie heute nicht. Ein integraler Bestandteil dieses Gesamtensembles war dann diese Kirche. Und er war da rigoros. Er hat die alte Stadtpfarrkirche, die also davor hier stand, die ihm im Wege stand, hat er ganz einfach wegreißen lassen und hat seine Untertanen, die natürlich alle evangelisch sein mussten, protestantisch sein mussten, hat er dann in andere Kirchen geschickt, dass sie da ewig zu Fuß gehen mussten, war ihm egal. Und dann hat er diesen Bau hier von seinem Architekten Andrian bauen lassen, im klassischen Stil der Zeit. Und er hat nur die Gruft unten beibehalten, die ein ganz entscheidender weiterer Punkt dieser Kirche ist. Diese Kirche wurde als Stadtpfarrkirche benutzt bis 1908. Als die Erlöserkirche dann fertiggestellt und am 17. Mai 1908 eingeweiht worden ist. Da war das die Stadtpfarrkirche von Bad Homburg für die evangelischen Christen. Ganz entscheidender Punkt ist, dass im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, es ein Versprechen der Landgrafen an die Bad Homburger Christen gab, dass sie eine neue Kirche bekommen sollten, weil die mit dem Wachstum, das dann eintrat, an Bevölkerungszahl, immer mehr Bad Homburger, Homburger gab es, damals war es noch kein Bad, wurde die Kirche zu klein. Und deswegen sollten die eine neue Kirche bekommen. Eingelöst hat dieses Versprechen aber erst der Kaiser Wilhelm II., denn 1866 ist das Geschlecht der Hessen-Homburger ausgestorben, Anfang des Jahres, und dann Ende des Jahres 1866 ist die Landgrafschaft Hessen-Homburg an die Preußen gefallen, die zu diesem Zeitpunkt dann den deutschen Kaiser stellten, und Wilhelm I. war ganz wenig hier, Wilhelm II. Aber ab seiner Thronbesteigung umso intensiver, und er hat dann das Versprechen umgesetzt und hat gesagt, liebe Homburger, ihr kriegt eine neue Kirche, und das ist die nebenan liegende Erlöserkirche.
Aber er hat nicht nur das versprochen, sondern er hat auch ganz wesentlich an der Finanzierung teilgehabt, weil die Kollekte der zwar unionierten, der zusammengeführten verschiedenen reformierten Christen hat Geld gesammelt gehabt, aber es war nicht genug und da hat er noch Geld obendrauf gelegt, einen ganz erheblichen Umfang. Und er hat auch, das ist auch ja hinlänglich bekannt aus der Geschichte der Erlöserkirche, hat selbst auch in den Plänen herumgefuhrwerkt und hat das Gesamtkunstwerk Erlöserkirche gemacht. Das alles hat natürlich nur den Grund gehabt, weil er sehr häufig hier in Bad Homburg war, in seinem geliebten Sommerwohnsitz und von seinem Schlafzimmer, das gerade ja wieder alles rekonstruiert wird, kann man wunderbar rübergucken, direkt auf die Erlöserkirche, und das war ihm ganz wichtig. Böse Zungen können natürlich behaupten, seine liebe Ehefrau hat ihn dazu angetrieben, die sehr religiös war, und hat gesagt, jetzt bau mal endlich die Kirche. Und ab dem Moment, ab 1908, fiel diese Kirche hier leer. Das Inventar wurde zum großen Teil verschenkt. Der Altar und das Gestühl und so weiter, das ging alles an andere Bad Homburger Kirchen. Und es wurde eigentlich nur noch benutzt als Ort der Gruft. Und man darf es ruhig erwähnen, auch in der nationalsozialistischen Zeit wurde die Gruft besonders herausgestellt, weil natürlich der Söldner, der Landgraf Wilhelm, Friedrich II heißt er, Friedrich II, den Sie alle kennen von Kleist, der Prinz von Homburg, der war ein besonderes Vorbild für die tapferen Soldaten, weil er hat ja noch sein Kriegshandwerk nicht an den Nagel gehängt, als ihm ein Bein abgeschossen worden war. Sein Architekt Andrian hat ihm eine Prothese gemacht, mit der er dann wieder reiten konnte und so seinem Handwerk weiter nachgehen konnte. Ja, nach 1945 fiel die Kirche in einen Dornröschenschlaf, wurde Rumpelkammer, und erst in den 80er Jahren gab es dann eine Initiative von Bad Homburger Bürgern, die eine sehr imposante Summe gesammelt haben, um dann diese Kirche wieder zum Leben zu erwecken. Das Kuratorium Bad Homburger Schlosskirche, heute heißt Bad Homburger Schloss, hat sich da große Verdienste erworben und hat dieses in einer großen Kraftanstrengung angeschoben, und das Land Hessen hat dann die restlichen Gelder draufgelegt, und so ist seit dem Jahr 1989 diese Kirche einer der schönsten Veranstaltungsorte hier in Bad Homburg und weit darüber hinaus, mit einer fantastischen Akustik, wo es viele Konzerte, Lesungen und sonstige Veranstaltungen gibt. Und sie hat natürlich, und das ist der Grund natürlich, warum Susanne Rohn heute hier ist, sie hat natürlich auch eine fantastische Orgel, eine Rekonstruktion. Aber zu der davon will ich nicht sagen, möchte ich vor allem nicht sagen, weil da bist du Spezialistin und da kann ich nur alles falsch machen, zu dieser Bürgi-Orgel was zu erzählen. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir fahren mal mit der Kamera noch ein bisschen durch die Kirche, damit Sie auch sehen, in welchem wunderschönen barocken Raum wir uns hier befinden. Und ein paar kleine Details wirst du uns dann gerade noch erzählen. Gerne. Gut. Diese Kirche hat noch ein paar Besonderheiten. Man sieht da hinten diesen hölzernen Einbau mit diesen Fenstern. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Der Landgraf hat sich extra Logen bauen lassen, damit er aus seinem Schloss rüberkommen kann. Es gibt einen extra Gang, dass
hier reingehen kann. Und dann hat er von dort oben zugeguckt und so eine, mit seiner Familie. Und wenn er keine Lust mehr hatte oder der Pfarrer ihm nicht anständig gepredigt hat oder sonst irgendwas war, dann hat er die Freunde zugezogen und ist wieder verschwunden. Kleine Anekdote noch am Rande. Man sieht da wahrscheinlich auch die Kanzel, von der aus der Pfarrer gepredigt, der Pastor gepredigt hat. Und der ist ja so auf der mittleren Höhe. Und ein Friedrich II. War ganz wichtig beim Bau der Kirche, dass der Landgraf über dem Pastor sitzt und über dem Pastor ist, damit er so quasi auch klar macht, die Hierarchien, dass er näher an der Macht des Allmächtigen ist. Unten waren übrigens die einfachen Schlossbediensteten drinnen und das normale Publikum gibt auch eine schöne Geschichte. Die Kirche hat nicht wie viele andere einen zentralen Eingang von hinten. Also wie die Erlöserkirche hatte einen zentralen Eingang von hinten. Diese Kirche hier, die Schlosskirche, hat zwei Eingänge von links und von rechts in das Schiff direkt hinein, weil der von mir aus gesehen, also von hinten aus gesehen, linke Eingang war für die Menschen, die aus der Altstadt kamen, die als Bürger hier reingegangen sind, und der andere war für die Menschen, die im Schloss gearbeitet und gewohnt haben, die kamen von der Seite. Ganz zu Beginn dieser Kirche gab es noch gar keine Orgel, die wurde erst nach einer kleinen Weile eingebaut, und was wir heute hier sehen, ist der Originalprospekt, allerdings in einer technischen Rekonstruktion, weil durch diese großen, langen Leerstände war vieles kaputt gegangen. Also die war ja an die 80 Jahre, stand die einfach nur so rum, bevor man sich ihrer wieder angenommen hat. Interessant ist für diese Kirche auch noch, dass sie einen Bildschmuck hat. Das ist ja, war ursprünglich nicht so. Das ist erst in der wilhelminischen Zeit hier entsprechend reingekommen. So ist zum Beispiel diese raphaelitische Szene, die ganz hinten im Zentrum steht, erst in der Zeit von Kaiser Wilhelm II. Hier entsprechend reingekommen. Wilhelm hat hier vor allen Dingen angeregt durch seine Frau Auguste Victoria, die wie gesagt sehr gläubig war, eben Nolens auch den kirchlichen Dingen sehr zugewandt, hat es auch gemacht, weil er wusste, dass in der Zeit des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts Religion etwas sehr wichtig Staatseinnehmendes war. Und deswegen hat er das auch getan. Die Kirche musste relativ früh schon renoviert werden. Nachdem Friedrich II. Gestorben war, gab es erhebliche Schäden, weil es alles viel zu schnell gebaut worden ist. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, wie schief und krumm die eigentlich ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Und man kann hier wirklich ganz viele wunderbare Dinge erleben. Eine kleine Besonderheit, will ich noch sagen, ist, wir haben ja dieses Jahr den 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin. Hölderlin, der berühmte Dichter, in meinen Augen völlig verkannt. Er ist dauerhaft verewigt in der Abdeckplatte über der Gruft. Man wird ein bisschen schwer sieht von hier oben. Im Moment hat eine Künstlerin aus Wiesbaden, Frau Kreber, anlässlich des Jubiläumsjahres auch eine Schriftinstallation im Altarraum, die wahrscheinlich auf dem Bildschirm nur ganz schwer zu sehen ist, eine Wortkaskade hier mit eingehängt. Hölderlin war ja offiziell Hofbibliothekar
gehalten hat. Winkler war hier so etwas wie der Premierminister am Hofe. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, da gibt es sehr eindeutige Briefe und Widmungen. Er, Hölderlin, der Schwarm aller Frauen hier am Hofe war. Und Hölderlin war dann leider, ja, man hat früher gesagt, geistig umnachtet, heute würde man sagen, war was Ähnliches beim Borderliner. Also er war hier für die Hofgesellschaft nicht mehr tragbar. Es lag auch daran, dass er seine unglückliche Liebe, seine Suzette Contard, nicht mehr besuchen konnte, eine verheiratete Bankiersgattin, in die sie sich die gegenseitig verliebt hatten. Und man muss auch dazu sagen, so ein Typ wie Hölderlin ist mindestens dreimal in der Woche dann von Homburg, hier vom Schloss, bis in die heutige Innenstadt von Frankfurt gelaufen, um seiner Angebeteten Gedichte zuzustecken. Und diese Leistung, liebe Geschlechtsgenossen, sollte man sich manchmal als Vorbild nehmen. Jetzt sitze ich also hier am Spieltisch. Ein paar Worte zu der Orgel. 1697 war die Kirche hier fertig und sie bekam auch schon gleich eine barocke Orgel, von der aber gar nichts mehr erhalten ist. Dann ein knappes Jahrhundert später, 1782 bis 87, baute Johann Konrad Bürgi diese Orgel hier. Bürgi stammte aus der Schweiz, ursprünglich Schaffhausen, und ließ sich dann in Homburg nieder. Und seine Söhne führten seine Arbeit weiter. Da gab es also in der Werkstatt noch mehrere Generationen dann. Ehrlich gesagt, Karl Weber hat es ja auch schon angedeutet, die Substanz, die hier drin steht, der Pfeifenbestand, ist nicht mehr original. Das Einzige, was original erhalten ist, ist eben der Prospekt. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen rumgefilmt, dieser wunderschöne Prospekt. Nachgebaut wurde die Orgel, als eben in den 80er Jahren die Kirche wieder instand gesetzt wurde, von der Firma Förster und Nikolaus in Lech. Große Orgel ist es, drei Manuale, 39 Register, das ist wirklich nicht wenig. Und ich spiele jetzt ein Stück von John Stanley, der 1786 gestorben ist. Das passt also sehr gut in die Zeit. Man könnte noch ein bisschen spätere Musik vielleicht dann auch hier sehr gut spielen. Also zum Beispiel, was hier sehr gut, besonders gut geht, ist Mozart. Das wäre auch eine Idee gewesen, das hier zu spielen. Aber ich dachte jetzt bei Stanley, bei dem Stück, was ich jetzt spiele, ein Voluntary, also ein freies Stück, eine Fantasie sozusagen. Da habe ich kurze Abschnitte und kann relativ viele Registerkombinationen zeigen in der Kürze der Zeit, ganz komprimiert. Ja, dann wünsche ich jetzt viel Freude mit der Bürgi-Orgel der Schlosskirche Bad Homburg. Bis morgen.